Wo schon heute keine Aktivität zu verzeichnen ist, wird auch unter den Voraussetzungen geringerer Renditeerwartungen noch weniger zu verzeichnen sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ruhrpots. Heute wollen wir uns mit dem Baulandmobilisierungsgesetz auseinandersetzen, ein Gesetz, was Professor Rigoleit schon in einer unserer ersten Folgen behandelt hat. Heute geht es um den Paragraphen 9.2d. Dieser sieht vor, dass künftig ein Bebauungsplan zur Festsetzung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden kann von Kommunen. Grund dafür ist, dass die Baulandkommission 2019 festgestellt hat, dass ein wesentlicher Teil der Baulandpotenziale im unplanten Innenbereich, also in 34er-Gebieten, § 34 BauGB, schlummern. Der andere Teil wird auf neu zu beplanenden und mit einem Bebauungsplan zu versehenden Flächen realisiert. Und da haben wir bereits seit geraumer Zeit das Mittel der sogenannten Baulandmodelle. Baulandmodelle, was ist das? Also das ist eigentlich so ein Instrumentenkasten der Kommunen, derer sie sich bedienen können. Und ein Bestandteil dessen sind unter anderem sogenannte Förderquoten. Das heißt, ein Projektentwickler oder Investor, der ein Bauvorhaben in sich trägt, wo ein Bebauungsplan für zu erstellen ist, geht zur Kommune und dann wird vorab erstmal ein städtebaulicher Vertrag zwischen Kommune und dem Investor unterzeichnet. In diesem verpflichtet sich der Investor dazu, auf den neu zu beplanenden Flächen anteilig Flächen für den sozialen Wohnungsbau vorzusehen. Gängige Anteile sind da so 20% für den sogenannten preisgedämpften und darüber hinaus 20% für den geförderten Wohnungsbau. Das variiert, mal sind es nur 30%. Und auch die Anteile preisgedämpft, gefördert unterscheiden sich da. Die Tendenz, die man dabei feststellt, ist, dass diese Quoten sogar eher noch gesteigert werden, sofern diese Baulandmodelle neu aufgelegt werden, was letztlich die Renditemöglichkeiten und Optionen des Investors mindert. Denn wenn ich von meinem vormals 100% frei finanzierten Wohnungsbau nur noch 70% oder 60% realisieren darf und der Rest dann durch Mietpreisbegrenzung mit reduzierter Renditeerwartung einhergeht, dann schlägt sich das natürlich umgehend nieder. Warum bedarf es denn dieser Zwangsvorgaben letztlich? Naja, der soziale Wohnungsbau und seine Förderkonditionen sind heutzutage, insbesondere vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen, nicht mehr besonders attraktiv. Das heißt, es wird nicht in dem Maße sozialer Wohnungsbau seitens der privaten Investoren betrieben, wie es von den Kommunen gewünscht bzw. wie es auch zwingend erforderlich wäre, um Wohnraumversorgungsproblematiken vorzugreifen bzw. diese zu beheben. Zeitgleich fallen zahlreiche Wohnungen, die sich bislang in der Mietpreis- oder in der Belegungsbindung befanden, Jahr für Jahr heraus. Das heißt, der Bestand reduziert sich permanent und es kommt nichts Neues nach. Im unbeplanten Innenbereich dagegen habe ich diese Möglichkeit nicht, denn dort besteht faktisch nach § 30 bereits die Möglichkeit, diese Flächen vollständig zu bebauen. Und dort kann ich sogar 100% meiner Wohnfläche freifinanziert erstellen. Das heißt, ich habe da überhaupt keine Renditefrage, die mich da hindern könnte. Eher ist es vielleicht, sind es Gründe, die in der Struktur des aktuellen Eigentümers dieser Flächen begründet sind, dass er womöglich nicht die Möglichkeiten hat, diese Flächen selber mit einem Wohngebäude zu bestücken, darauf Wohnungen zu errichten, oder aber dass er eben noch abwartet, dass er die Bodenwertsteigerung weiterhin für sich geltend machen will, bevor er die jemand anders übereignet. Und weil er faktisch auch einfach nicht weiß, was er mit dem Geld, was er durch die Veräußerung bekommt, wohin damit. Also auf der Bank gibt es inzwischen sogar Minuszinsen, zumindest für Kapital in der Größenordnung, was da frei würde. Naja, jetzt versucht man nun mal eben mit dem Bebauungsplan zur Festsetzung von Flächen für den sozialen Wohnungsbau nach § 9.2d
auch dieser Flächen Herr zu werden als öffentliche Hand. Man überplant den bislang unbeplanten Innenbereich. Im unbeplanten Innenbereich haben wir aktuell faktisch bereits bestehendes Baurecht und das schränken wir jetzt durch unseren Paragraphen 9 Absatz 2d ein. Das heißt, wir sagen dem Eigentümer, von deinen 10 Wohnungen, die du vorher frei finanziert errichten durftest, müssen jetzt 4 für den sozialen Wohnungsbau dienen und da darfst du dann auch nur die damit verbundenen Miethöhen einfordern oder aber Kaufpreise, je nachdem. Das reduziert einerseits die Rechtsposition und natürlich auch den Wert der Immobilie des jeweiligen Eigentümers enorm. Und ich frage mich an der Stelle tatsächlich, ob diese faktische Abwertung der Grundstücke denn in irgendeiner Weise entschädigt werden kann. Denn eine Inhalts- und Schrankenbestimmung dürfte damit nicht mehr erfasst sein. Und wenn dem so sein sollte nach Planungsschadensrecht, ist die Frage, erfolgt denn die Kompensation dieses Rechts- und Wertverlustes in Form von finanziellen Mitteln? Das heißt, das eingesparte Geld von den Flächen, wo wir dem Investor mithilfe der Baulandmodelle den sozialen Wohnungsbau auferlegt haben, diese finanziellen Mittel, die schichten wir jetzt um. Die investieren wir jetzt im unbeplanten Innenbereich, um uns freizukaufen, damit auch dort sozialer Wohnungsbau stattfinden kann. Oder befreien wir die Eigentümer auf diesen Flächen von Vorgaben wie Art und Maß und erlauben denen dann in einer Umgebung, die überwiegend von 3- bis 4-geschossiger Wohnbebauung geprägt ist, auf einmal 8- bis 10-geschossige Wohntürme, um einfach diesen Renditeverlust wieder auszugleichen. Die Zickzackstruktur in der Stadtsilhouette, die ich mir da vorstelle, die kann sicherlich nicht für den Planer unter uns erstrebenswert sein. Also schätze ich die Chancen dafür als sehr gering ein. Fazit insgesamt zum Paragraphen 9 2d. Der Gesetzgeber hat das Privileg des Innenbereichs erst einmal zur Kenntnis genommen, hat es festgestellt und hat jetzt auch den Versuch unternommen, es ja, mithilfe dieser Neuregelung einzuschränken. Ob ihm das gelingt, also ich bezweifle das schwer. Womöglich hat diese Neuregelung eine preisdämpfende Wirkung auf dem Bodenmarkt, wenn sich unter Käufern das einbürgert, dass man künftig eben auch Flächen für den sozialen Wohnungsbau im Innenbereich berücksichtigen muss, wird es zwangsläufig sich auf die Zahlungsbereitschaft der Erwerber auswirken. Das wäre aber dann für mich auch schon alles, denn eine ursprünglich angedachte Mobilisierung, wir sprechen immer noch vom Baulandmobilisierungsgesetz, wird mit dieser Neuregelung nicht einhergehen. Wo schon heute keine Aktivität zu verzeichnen ist, wird auch unter den Voraussetzungen geringerer Renditeerwartungen noch weniger zu verzeichnen sein. Also eher würde ich das dann als demobilisierend beschreiben. Ich glaube, dass dieser Paragraph 9 2d, sollte er denn tatsächlich Rechtskraft erlangen, nicht zur Anwendung kommt, weil keine Kommune sich dieses Fass aufmachen möchte und letztlich sich hinterher mit Grundstückseigentümern darüber streitet, inwieweit sie für möglichen Rechtsverlust zu entschädigen sind. Dass ich nicht der einzige Skeptiker bin, beweist, dass offenbar auch der Gesetzgeber hier nicht vollends überzeugt ist. Die Einführung ist befristet vorerst auf Ende 2024. Das heißt, wir haben jetzt künftig einen Erprobungszeitraum, in dem getestet werden soll, inwieweit dieser neue Bebauungsplan dann Anwendung finden wird. Ob man so lange braucht, um festzustellen, dass es sich hierbei nicht um ein Instrument handelt, was Anwendung finden kann, wage ich zu bezweifeln. Das kann man auch schon deutlich eher feststellen. Aber das ist letztlich nur meine Sicht der Dinge. Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen und auf Ihre Sichtweisen. Melden Sie sich über unsere bekannten Kanäle bei uns. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder bei unserem Ruhrpott einschalten. Auf Wiedersehen.